Ja, grüß Gott, meine Freunde vom Heiligsblechle und herzlich willkommen zur Folge Nummer 158. Es gibt wieder Jesus-mäßig viel zum Sehr. Viel Spaß. Es geht los. Was macht der denn? What the f***? Ach so, die hubbeln da. Ah! Ja, was sind das Alter, denn? Boah, okay. Wow. Ich halte mich jetzt Alter. Jetzt bist du wieder wach. Dass du jetzt lesser bezahlen willst, aber hier von euch als Gruppe sind halt noch 15 Steaks nicht bezahlt und die Beilagen auch nicht. Wo fliegen die hin? Um einen Restwert von 1000. Alter, Mann, der hat auch keinen Plan vom Autofahren. Gott. Bitte. Danke. Hinter mir wäre doch überall frei gewesen. Also ganz ehrlich. Na, dann bleiben wir doch gleich bei den spontanen Abfahrten. Denn die kommen ja immer so plötzlich wie Weihnachten. Merkt euch mal dieses Auto. Oh ja, und zu diesem Clip fällt einem auch nichts mehr dazu ein. Und es geht immer noch schlimmer. Hatte Ben sein eigentliches Ich, den Jungen aus Colorado, komplett aufgegeben. Ist da, die machen das, aber du kannst. Die sind auch selber dafür verantwortlich, dass sie es ausüben. Ja. So. Das Finanzamt nicht, sie sind einfach nur da und holen. Und dann? Ja. Aber Verantwortung. Ja, der ist doch dieser See, wo du den Wald hast. Oder ist das der? Ja. Was hast du denn für Lackersoffen, Alter? Berg hoch, keine Einsicht, aber erstmal überholen die. Ein Idiot sein. Und so geht's in diesem Clip auch gleich weiter. Ohne Einsicht in den Gegenverkehr einfach so überholen. Guck dir das an, bei Gegenverkehr, ey, das ist... Juhu, endlich hat es Rasok auch geschafft. Aber durchgezogene Linie. Auch unser Christian bleibt davon mal wieder nicht verschont. Und dieser LKW hier in dem Clip setzt den Ganzen noch die Krone auf. Dieses Manöver, was sie hier durchzieht, ist nicht nur für den Gegenverkehr saugefährlich, sondern auch für den Radfahrer. Der hätte den einfach zerquetschen können. Alter! Echte Abwechslung garantiert mit Niedersachsens Meistermusik. Also die Radfahrer in dieser Folge leben echt gefährlich. Der rote Bulli hätte sich auf jeden Fall absichern müssen, bevor er einparkt. Und so lange kann sich ja der Radfahrer hier auch nicht hinter der A-Säule versteckt haben. Büroarbeitskräfte in Deutschland haben das Gefühl, dass sie 30% ihrer Arbeitszeit verplempern. Wisst ihr, warum Abstände saumäßig wichtig sind? Und wisst ihr, wer auch giga wichtig ist? Na, der Verpixler der heutigen Folge.
Preiset Felix, der du stets fleißig pixelst. Der Einzelne fuhr dem Transporter noch sehr lange hinterher. Vielleicht hatte ihm auch Lichthobby gegeben, aber das sieht man dem Clip leider nicht. Legenden besagen, dass der heute noch mit einem Platten rumfährt. Also irgendwie passt die Musik zu dem Autofahrer, der wohl denkt, der kann wenden, wo er will. Na Jungs, sag mal, bekloppt ihr hier also so was gesinktet? Ja. Ich wäre jetzt das Richtige gewesen. Ja. Ja. Ja, ich komm her. Ah, hier mit der Polizei. Hä? Bevor ihr jetzt argwöhnisch anfängt, eure Tastatur zu verprügeln mit das ist doch eine doppelte Videospende. Ja, so ein Clip hatten wir auch schon mal auf dem Kanal. Ich weiß wirklich nicht auswendig, ob es genau dasselbe war, aber es geht doch nur darum, was auch schon Sascha schon so oft gesagt hat. Legt euch 20 Minuten, eine halbe Stunde hin, weil Kaffee oder laute Musik hilft da einfach nicht mehr. Oder wer weiß, vielleicht war er auch abgelenkt oder war am Handy. Also wenn Sebastians Vordermann jetzt hier eine Vollbremsung macht, dann hängt er ihm aber volle Kanne hinten drin. Ja, so spaßig wie es hier klingt, ist es leider nicht oft. Da haben wir genug Beispiele. Zudem muss man leider immer mit Spurrillen rechnen. Mein Dank gilt natürlich wieder allen Videospendern. Ihr seid richtig, Terra. Jawohl, er hat's begriffen. Da geht mir doch das Herz auf. Und wenn ihr auch mal in den Videos zum CSR wollt, dann prügelt auf eure Dashcam ein und schickt uns die Videos an clips@rlp-cam.com. In der Videobeschreibung findet ihr alle Infos zum Einsenden. Gebt gerne einen Daumen auf oder runter und haut ordentlich in die Tastatur rein, aber zu hart, sonst geht's ja hin. Und lasst gerne ein Abo da und drückt aufs Glöckle, sodass ihr nichts mehr verpasst. Fahrt auch ständig, bis bald, ade!